Guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Enshrouded. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Beim letzten Mal haben wir uns hier in, wo sind wir hier? Wir sind hier in Kelvins Ruhe. Haben wir uns umgeschaut. Aber die Höhlen haben wir noch nicht. Moment mal. Du hast ja gar nichts. Ich habe gedacht, hier wäre eine tiefe Höhle, aber das ist hier einfach nur ein heiliger Altar mit ein paar... mit einer kleinen Truhe. Und hier waren wir auch noch nicht drin. Ja, hier sind auch wieder Spinnen, wie beim letzten Mal. Jetzt geht der Spaß schon wieder los. Ich werde diesmal nicht danach suchen. Muss ich aber wohl auch nicht, weil die sind mit Sicherheit im Keller. Ich mag unser Schwert. Okay, aber hier unten scheint nichts zu sein. Ich bin mir da immer nicht so sicher, ob hier vielleicht irgendwo noch was versteckt ist oder so. Aber wenn hier eine unsichtbare Wand, eine Geheimtür mit einer Truhe dahinter wäre, dann würde man das sehen, weil die Truhen ja alle so prominent leuchten. Die haben wir beim letzten Mal schon gelootet. Hier oben war aber noch eine Höhle. Guten Tag. Hast du auch wieder einfach nur eine Truhe? Oh, zu spät den Schild gekriegt. Ui. Oh, hallo? Dich hätte ich in Ruhe gelassen, ne? Wenn du nichts gesagt hättest. Eine goldene Truhe, das sieht schon besser aus. Hier noch irgendwas? Nope. Höhlenpassage. Oh. Okay. Kommen wir denn hier hin? Passage bedeutet ja, wir kommen auf der anderen Seite, ja, wieder raus. Ach, guck mal, die können sich heilen, die Jungs. Sehr interessant. Was ist das? Was ist das? Kupfererz. Kennen wir Kupfererz schon? Ich glaube, wir kennen Kupfererz noch gar nicht. Ehrlich gesagt. Huh. Interessant. Nehmen wir jetzt erstmal nicht mehr mit. Die Pilze, die kann ich mir auch einsammeln. Okay. Ah, die kann man sich auch anbauen. Sehr schön. So, wo sind wir jetzt? Oh! Oh! Neues Biom. Ach, geil. Mensch, du. Da muss ich doch direkt mal einen Screenshot machen, ey. Ja, aber eigentlich ist jetzt die vollkommen falsche Himmelsrichtung. Wir wollten ja eigentlich hier runter. Ich meine, wir können ja mal ganz kurz gucken, ne? Wir können ja mal ganz kurz gucken, wie viele Viecher uns denn hier aufs Maul hauen wollen. Was ist das? Indigo-Pflanze? Was ist das da hinten? Das sieht gefährlich aus.
übertreibt man nicht. Oh, es war zu viel. Ah, mein Kopf! Oh mein Gott! Zu Hilfe! Es könnte natürlich jetzt sein, dass ich daran drauf gehe, ne? Nee, okay, okay. Giftsack. Oh, da vorne läuft noch was. Ja, ist halt ein bisschen, ne? Hier sind, das ist, ein Schwein. Okay, hier gibt's Schweine. Und hier gibt's besseres Fleisch. Ja, nice. Huiuiui, okay, da vorne geht's direkt weiter. Aber nein, Leute, nein, nein. Moment. Wir können, wir haben jetzt mal kurz geguckt. Kurze Preview, was ist das? Also. Verdammt. Löschen. Aha, Rübensetzling. Mhm, mhm. Da sind Pilze. Okay, cool. Wo war denn jetzt? Hier? Ja. Okay. So, warte mal, dann machen wir mal Folgendes. Wir haben ja hier eh einen Schrein, dann flitzen wir da gleich wieder hin. Schnell mal nach Hause. Bisschen entleeren. Und dann wieder zurück. Aber schöne Ecke, sehr, sehr schöne Ecke. Mensch, da haben wir ja was, worauf wir uns freuen können. Da freue ich mich drauf. So, ich weiß noch ehrlich gesagt nicht, wohin mit all dem Stuff. Möglichkeit immer schön schnell hier alles entleeren. Hier unten können die ganzen Pflänzchen und Fleisch und so. Ah, toll. So viel dazu. Schmeißen wir das Fleisch mal hier rein und dann werden wir mal hier drüben Mitte Pflänzchen. Ach komm. Kann ich irgendwann außerhalb der Aufnahme sortieren. Ich schmeiße jetzt hier erstmal alles rein. So, noch einmal reparieren. Zack. Ah ja, und das... Nee, ja, nee, ja, doch, warte. Den hier können wir nochmal wegschmeißen. Ach, und wo wir gerade hier sind, wir haben uns zwischen den Folgen hier unten mal die Bäuerin hingeschmissen. Die hat aber bisher noch nicht so viel interessante Rezepte. Popcorn können wir uns machen. Gemüsepüree jetzt seit neuestem. Saatbeet und Farmboden. Damit werden wir uns aber auch noch ein paar Dinge, definitiv ein paar Dinge, ein paar Späße erlauben. So, wir wollen aber eigentlich, wie gesagt, von dort aus einmal nach Süden. Gucken wir mal, wohin es geht. Westen, Süden. Wollen wir den jetzt hier abbauen? Ich bin mir unschlüssig. Ja, wir bauen uns den ab. Ist halt immer doof, wenn man dann stirbt und dann meilenweit wieder laufen muss. Siehst du, hier in der Höhle waren wir auch noch nicht. Ist das auch eine Passage? Nee, oder? Doch, ist auch eine Höhlenpassage. Dann kommen wir hier rüber. Hier rüber höchstwahrscheinlich auch dahin, ne? Ins nächste Gebiet. Das ist schon spannend. Kann ich? Leuchtbewuchs, Leuchtblock bei Werkbank. Aha. Interessant. Leuchtblock. Na gut, da werden wir uns sicherlich
Das Salz, ne? Ja. Da werden wir uns sicherlich irgendwann auch mal was Kreatives draus machen. Aber ich finde, wenn die so blau leuchten, wie sie es hier tun, dann, dann dürfen wir das nicht zu inflationär machen. Vielleicht irgendwo beim Alchemistenturm oder so? Hui, ist aber ganz schön weit hier. Okay, ja, jetzt sind wir einfach... Jupp, jetzt sind wir einfach da, wo ich vorhin gesagt habe, da sind Pilze. Da unten sind wir dann jetzt einfach. Okay, alles klar. Also wir kommen auch hier einfach in das neue Gebiet. Gut zu wissen. Da wollen wir aber momentan noch gar nicht hin. Wir haben noch so viel zu tun hier. Flitzen wir mal wieder nach oben und trinken wir mal eben was. Aber ist schon schön gemacht. Auch die Höhlen hier, die mag ich schon. Ist schon gut. Das ist schon gut. So. Also, die Höhle haben wir auch erledigt. Jetzt können wir endlich mal zur Quest laufen. So wie es aussieht. Hoffe ich. Vielleicht. Oder gibt es jetzt hier die nächste Höhle, das nächste Dorf? Das nächste Land? Das uns ablenkt. Nee, sieht gut aus. Moment mal. Wenn wir sowieso hier im Miasma unterwegs sind. Ah nee, Miasma-Schutz haben wir ja sogar noch drin. Habe ich wieder aus Versehen gedrückt, die Taste. Schon mal ein Ort, an dem wir wiederkehren können. Oh, guck mal, da ein Zelt. Ein paar Zelte. Entdecke den Miasma-Obelisken. Da hinten ist er. Möchte jemand kämpfen? Sieht nicht so aus. Obeliskeninschrift. In der Tat weist der Obelisk dieselben Zeichen auf wie jene, die wir im Ödland untersucht haben. Dies deutet auf ein formales Schriftsystem hin, das aus Logogramm und Silbenschrift besteht, was eine Hypothese nur bestätigt, was meine Hypothese nur bestätigt. Bestimmte Lexigraphen wiederholen sich, was auf einen thematischen Konsens hindeutet oder auf einen begrenzten Wortschatz. Ich sehe jedoch einzigartige Zeichen, die auf dem östlichen Obelisk nicht zu sehen waren. Ein Dialekt? Wie üblich kann ich die Sprache nicht entziffern. Enttäuschend, aber nicht überraschend. Lorraine Grimm. Na, mal gucken, ob wir ihn entziffern können. Ich dachte immer, er will zuhauen, aber dann hat er sich immer dagegen entschlossen. Obelisk der Erbauer. Ich hätte jetzt erwartet, der leuchtet ein bisschen schöner, ne? Ah gut. Von mir aus. Auf das die Flammengeborenen Schutz bieten. Unvorhergesehen, die Menschheit ist vergänglich. Nichts als ein kurzer Moment, ein längst getätigter Atemzug, ein Blinzeln. Und dennoch, trotz ihrer Sterblichkeit haben sie Feuer erschaffen. Eine eigene Flamme, die dem bevorstehenden Sonnenaufgang entgegenleuchtet. Der bevorstehende Sonnenaufgang? Ich habe wieder nicht drauf geachtet, was links passiert ist. Haben wir jetzt irgendwas Interessantes bekommen? Tja, Obelisken forschen. Forschung.
Hinweise von Lorraine Crane, Krim weisen auf die Standorte der Obelisken im Düsterdickicht, den Nomadenanhöhen und im Ödland hin. Sieh dir den Obelisken in den Nomadenanhöhen an, um fortzufahren. Wo wäre das? Ich kann nur noch mal sagen, wir haben bisher das freigeschaltet und da sollen wir jetzt hin. Ich würde sagen, wir flitzen erstmal zur südlichen Karawane. Warte mal, was können wir dazu berichten? Was haben wir dazu berichten? Zum Tagebuch. Ich hatte nie gedacht, dass ich noch einmal den Sonnenuntergang auf dieser Seite der Berge erleben würde. Das haben wir schon gelesen. Dass die Erbauer der nördlichen Karawane mit ihrem Licht beschützen. Ich habe ein seltsames Gefühl, diese Furcht nicht verweilen zu können, dass ich wieder allein bin. Warum kann ich diese Angst nicht abstellen? Nein, diese Vorahnung. Königin Jasmina. Stand auf. Haben wir im Wieshof gefunden. In Wieshof. Im Wieshof klingt was zum. Nach was zum. Picheln. So, flitzen wir da mal hin. Ist ja nur 200 Meter. Sieht auf der Map immer alles viel weiter weg aus, ne? So, werde ich hier runterfallen? Mit Sicherheit. Da bin ich schon gefallen, obwohl ich noch springen wollte. Okay. Wieshof. Ach, hier ist Wieshof. Ich habe gedacht, den Zettel hätten wir in Wieshof gefunden. Hey. Du auch noch? Truhe? Ja, mir scheint's aber schon so zu sein, als würden... Ob Legendaries in diesen Truhen drin sein können? Ich wage es zu bezweifeln. Ratte? Was zum Teufel, die haben hier eine Rattenplage. Ich glaube, er hätte sich fast selbst weggebombt. Kann das sein, wenn ich ihn vorher nicht getötet hätte? Oh, Gold. Plötzliches Gemetzel. Ich hätte wach sein müssen, war es aber nicht. Sie stürmten unser Nachtlager mit nie dagewesener Grausamkeit. Ihr Fell war mit blutroten Flecken gesprenkelt, verblasst zu verfilztem Rost. Wir waren in ihr neues Territorium eingedrungen. Etwa die Hälfte meiner Brüder und Schwestern ist tot. Absinth, verrottete Lakritze, ein ekelhafter und bitterer Belag, der meine Lippen betäubt. Ich habe für sie gekämpft, ich habe meine Axt für sie erhoben. Meine Rüstung ist fort, meine Hände sind für immer rot gefärbt. Wir hätten das Gebiet der Vuka nie betreten sollen. Mutter, bitte verliere nicht die Hoffnung. Durch unsere Adern fließt dasselbe Blut. Ich werde das überstehen für meine Untertanen und ich werde nie wieder versagen. Jasmina. Ich finde, die Texte sind ganz gut geschrieben. Auch wenn sie hier und da mal einen kleinen Flüchtigkeitsfehler haben. So insgesamt, muss ich sagen, gefällt mir das gut. Muss ich sagen. Da ist noch eine Truhe. Ich lasse die da jetzt. Ich tue jetzt so, als würde es die Truhe gar nicht geben. Okay, müssen wir jetzt schon ein bisschen vorsichtiger sein, ne? Die machen hier schon ein bisschen mehr Schaden irgendwie. So, nicht nur ein bisschen, sondern die machen halt einfach mehr Schaden.
Hier sollten wir uns eventuell, also ich sollte eventuell doch mal hier ein bisschen aufs Blocken achten und ähnliches. War bisher halt eher selten nötig. Ist jemand drin? Guten Tag. Schlecht, wow. Ups. Der Türrahmen ist auch tot. So schön. Hier genauso aufgeteilt wie in dem Dorf neben unserer Base, ne? Exakt. Das gleiche Gebäude auch. Okay. Na gut. Okay. Das war jetzt einfach nur so ein kleiner... Südliche Karawane. Plötzliches Gemetzel, ist klar. 2 von 4 Seiten gefunden. Ja, das sind halt, das sind nicht wirklich Quests, ne, sondern das sind halt nur Geschichten, die erzählt werden. Habe ich den Eindruck. Aber der gehen wir jetzt mal noch hinterher. Wenn wir überhaupt hochkommen. Interessiert mich das Gebäude. Kommen wir hoch? Sieht gut aus. Yes. Yes, yes, yes. Hallo Freunde. Fällt sich los? Wir auch nochmal nach oben. So viel dazu. Gott sei Dank kann ich fliegen. Oh, eine Badewanne. Moment mal, was? Gartenhaus mit Badewanne ist auch geil irgendwie, ne? Oh, wir sind schon wieder voll. Ich glaub das doch nicht, ey. Nicht zu fassen, Feldsichelhof. Der Feldsichelhof. Naja, gut. Dann. Stoff haben wir so unendlich viel. Schmeißen wir einfach mal weg. Das können wir noch weghauen? Den Stein. Und dann nehmen wir uns mal die Tomaten hier noch mit. Das noch. Und die Tomätchen auch noch. So. Okay. So Leute, dann würde ich sagen, beim nächsten Mal flitzen wir dann weiter in diese Richtung hier. Die südliche Karawane. Gucken wir mal, was wir da noch so entdecken. Und plötzlich sind hier wieder super viele Fragezeichen. Ne? Mega interessant. Cool. Mag ich sehr, dass immer wieder was hier irgendwo auftaucht. Leute, vielen Dank für eure Zeit, eure Likes, eure Kommentare. Herzliches Willkommen an alle neuen Abonnenten. Wir sehen uns in der nächsten Folge in Enshrouded. Macht's gut, bis dann. Tschüssi.